Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, The Tenants, ne, dem Vermieter- oder Makler-Simulator, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge hatten wir ja ein starkes Erdbeben, ne, der Cashflow wird auf jeden Fall mittlerweile erreicht. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir, ich habe ja das Geld überwiesen, okay, das passt soweit, dass wir, ja, mehr verschiedene oder die Mieten nach oben schreiben. Das hat er geschrieben. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Das heißt, wir müssen unsere Wohnungen luxustechnisch ein bisschen aufrüsten. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können natürlich noch weitere Gebäude kaufen. Wir haben hier verschiedene Etagen, Fußboden, drei Räume. Wir könnten auch eine WG aufmachen. Aber dafür müssen wir erstmal dafür sorgen, dass es halt soweit ist, ne? Und die Preise, guckt euch die mal an hier, die sind halt sehr, sehr teuer. Von den einzelnen Objekten. Der Babysitter-Auftrag ist auch bald erfüllt. Wir haben jetzt hier noch was. 205.000. Wir gucken uns jetzt das Ganze nochmal an. Wir wollen natürlich von den Slums raus und wollen in einen neuen Stadtteil ziehen. Das wäre die nächste Errungenschaft. Hier hinten haben wir noch die Docks. Da können wir bisher noch nichts anmieten. Und ansonsten, ich guck mal gerade. Hier haben wir unsere beiden Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Hör zu, ich habe ein Problem. Ich schicke einen Profi. Machen wir das mal soweit ready. Und gucken uns mal an, wo er da Probleme hat. Wir werfen mal einen Blick auf die Finanzen. Wir bezahlen ja alles automatisch hier. Das passt. Es hat... Oh, warte mal. Der hat Mietrückstände. Eine freundliche Erinnerung. Und er auch. Der Herr Salazar. Ja, die sollen mal langsam Geld zahlen. Mal gucken, was sie da dann antworten gleich. Ah, mir ist aufgefallen. Ich kümmere mich darum. Okay. Joanna Pierce sagt auch. Okay, ich kümmere mich auch darum. Aber diese Mietnomaden, ne? Ich hasse es. Hier haben wir auf jeden Fall so ein kleines Leck, ne, in unserem dementsprechenden Haus. Da kümmern wir uns gerade eben drum. Ansonsten können wir mal gucken. Haben wir noch einen Kredit auf? Ich meine, den hätten wir beim letzten Mal abbezahlt, ne? Wir könnten natürlich noch einen Kredit über 250.000 nehmen. Wir haben jetzt 42.000. 250.000 wäre natürlich richtig krass. Bedeutet, wir könnten ja dann noch eine weitere Geschichte aufnehmen. Komm, wir nehmen jetzt einen Kredit über 250.000, über... Das ist der... Ah nee, warte mal. Nee, 250.000 geht gar nicht. Wir können nur 100.000 nehmen. Haben wir denn irgendwas? Okay, wir müssen mal hier Verhandlungen machen. Mit dem Vermieter hier, das ist sie hier, ne? Vertragsverlängerung, okay. Wir machen mal 60 Tage. Wir machen mal ein richtig überhöhtes Angebot. Mal gucken. 1300, Mietpreis wählen. 2380. Machen ein Angebot, wir kommen auf jeden Fall entgegen. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr rausholen. Was zahlt die denn jetzt eigentlich Miete? Warte mal. Lass uns doch mal gucken. Das ist die Mietdauer noch. Okay. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Das ist jetzt die Frau oder Herr. Wie heißt sie denn hier? Ach Mist. Oder er ist das, ne? Der Salazar. Der Salazar zahlt jetzt 800 und ein paar kaputte. Ich würde sagen, wir kommen ihm dann noch ein bisschen entgegen. Ja, komm. Wir akzeptieren das. Bedeutet, wir bekommen jetzt mehr Geld von ihm. Und zwar... So, die hat es überwiesen. Okay, das passt. Der Cashflow wird steigen, denn der Salazar... Nee, Mist. Der zahlt weniger. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Habe ich das jetzt so unterschätzt? Oder wir müssen halt, wie ihr gesagt habt, hochwertigere Klamotten reinpacken, ne? Das sind natürlich, kann natürlich auch wieder sein. Bei 2700, der Cashflow ist gestiegen. Ah, das ist manchmal echt verwirrend. 280.000. Okay, wir gucken nochmal. Haben wir noch weitere Gebäude? Wo haben wir die denn? So, das sind natürlich unsere Mieter und ich bin der Vermieter, ne? Weil das auch wieder zu einigen Verwirrungen in den Kommentaren führte. Ja, ne? Ist natürlich richtig. So, 206.000. Können wir uns nicht leisten, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Aber ich glaube, wir können auch keine zwei Kredite nehmen. Was haben wir hier noch? 349.000. Die anderen haben wir noch nicht erfüllt. 289.000. Nee, da geht quasi nichts.
Da können wir quasi nichts machen. Den Cashflow, das passt, glaube ich, soweit. Hier sind auch wieder Schulden. Der soll mal komplett alles bezahlen. So, wir erinnern ihn nochmal freundlich dran. Der hat nämlich nicht alles gezahlt. Der zahlt jetzt... Ah, das ist die Bilanz. Nee, klar, hier ist die Miete. So rum sieht's aus. So, da habe ich mich verguckt. Ich habe kein Geld. Lol, was stimmt mit ihm nicht? Hä? Was ist das denn für ein Grund? Ich habe kein Geld. Das kostet uns Geld. Komm, wir schmeißen den raus. Bringt alles nix. Und tschüss. Ja. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, sehe ich genauso, ne? Absolute Frechheit. Einfach zu sagen, ich habe kein Geld, ne? Natürlich ist jetzt der Cashflow wieder nach unten gefallen. Wir machen mal einen Tag der offenen Tür. Und starten mal das Event hier. Ist natürlich schon recht gut. Ja, Hausmeister, okay. Wir brauchen mal wieder einen neuen Vermieter. Neuen Mieter, so. Ich bin ja der Vermieter. So, was ist mit ihm? Das sind da zwei gleiche Personen, oder was? Andrew Pierce und Robert Evans. Die ist schon sehr hochwertig, die Wohnung, ne? Den gefallen auch. Ah, guck mal hier, junge Frau. Gamerin? Denkt nach. Okay. Wir prüfen mal die Hintergrundinformation für sie. Da bekommen wir gleich Informationen. So. Die ist gut, okay. Ah, die hat Schulden. Verbrechen ersten Grades, Betrug. Ach komm, weißt du was? Wir gucken mal, was die bereit ist zu zahlen für diese Wohnung. Also ich gehe jetzt mal auf volle Pulle hier. Wir machen direkt 60 Tage. So, mal gucken. 575. Wir gehen mal ein bisschen entgegen. So, mal gucken. Oha, 900, 610. Wir gehen mal auf hier. Gucken, vielleicht kommt sie ja... Jetzt geht's wieder runter. Wir gehen mal ein bisschen nah. 633. Die geht runter. 640. Ich glaube, das ist mehr als das, was der andere bezahlt hat. So, da sind wir ready. Guten Tag. Ich hoffe, wir werden einen guten Start erleben. Neue Mieterin auf jeden Fall am Start. Und irgendwie schreibt hier jemand, der hat kein Geld, ne? Hey, ich bitte, bin einem diesmal etwas knapp, die Kasse, wenn ich diese Woche noch innerhalb der Miete zahle. Gut, denkt ihr daran, nächste Woche zu zahlen. Okay, gut, die geben wir auf jeden Fall noch einen kleinen Zahlungsaufschub. Aber ich weiß, das ist echt... Der Salazar muss aber auch langsam bezahlen, ne? Ich würde sagen, wir fordern mal die Zahlung ein. Ja, der ist jetzt nicht so... Sorry, ich werde mich sofort darum kümmern. Dass wir den immer daran erinnern müssen, ne? Ist echt eine Frechheit eigentlich, ne? So, das ist die Bilanz. 1400, 1200. Und hier haben wir 640. Ich glaube, wir hatten 575 vorher. Hier haben wir den Cashflow. Das ist das, was wir aus der Bilanz quasi beziehen. Das sollte dann auf jeden Fall erstmal passen. Ist jetzt alles soweit bezahlt, ne? Genau. So, der Cashflow steigt natürlich, ne? Je nachdem, wenn die pünktlich ihre Rechnung zahlen. Natürlich die laufenden Kosten. Müssen wir auch gucken. Ich habe gerade das Geld überwiesen. Okay, das ist schon mal super. Aber wir können natürlich jetzt keine weiteren Gebäude kaufen, ne? Wir werden mal einen Auftrag noch machen. Job. Ich würde sagen, bei meinen Leuten im Auge behält. Mit denen mal an. Und wir machen jetzt erst noch mal ein paar Babysitter-Aufträge kommen. Die sind eigentlich ganz cool und simpel zu handeln. Ne, Babysitten und einmal Tag der offenen Tür. Was brauchen wir da? Angebotsreichweite, Anzahl der aktuellen Besucher, spreche mit deinen Gästen. Jemand zwischen 28 und 41. Okay, cool. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Guten Tag, Herr Ober. Bla bla. Genau. Allzeit grüße Sie. Was haben wir hier noch? Das sind die Jobs. Okay. Nicht bearbeitet. Wie alt ist er? 31. Wohnungsbewertung erschreckend. Okay, ist natürlich nicht so doll. Nicht befriedigend. Wir können hier kein... Ah, wir können die Hintergrundprüfung machen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ein Platz. Angebotsweichreife. Aktuell 3 Besucher. Das
Jetzt ist aber niemand irgendwie begeistert aktuell, ne? Erschreckend, sagt er. Ja, doch, dem scheint es zu gefallen. Der ist 31. Passt. Ich würde sagen, wir verhandeln mal mit dem. Ja, hau mal volle Pullereien hier. Wie viele Tage? Das ist, glaube ich, egal. Wir machen mal 60. Wir machen erstmal ein Angebot. Boah, 2000 und ein paar kaputte. Also wir brauchen echt eine größere Wohnung, ne? Dass wir halt auch mehr Geld, 2218. Wir gehen mal ein bisschen näher hier. Komm, wir gehen mal hier hin. Jo, komm. Machen wir fertig. Das passt soweit. Der bezieht auf jeden Fall die Wohnung. Ich denke, den Auftrag werden wir dann auch gleich abschließen können. Warte auf die Kundenbewertung. Gut, jetzt müssen wir abwarten, wie sie hier mit den jeweiligen Bewerber meiner Wahl beispielsweise zufrieden ist. 2300. Oder wir renovieren die ganzen Butzen und ballern die richtig, ballern richtig hochwertiges Zeug rein. Oh, wir haben hier wieder was Neues freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall auch recht cool. So, wir haben auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Das ist auch schön. Weil ihr sagtet ja, ja, mach das mal so weit ready, dass du natürlich dann auch ein hochwertigeres Klientel bekommst. So rum. Ein Haufen Ratten an meine Wohnung befallen. Ich schicke meinen Onkel sofort los. Gucken wir mal rein. Och, Onkel muss wieder Rattenfallen aufstellen. Die Wohnung ist, glaube ich, gar nicht schlecht, aber wir haben dann noch Sachen im Inventar, die wir vielleicht auch noch nehmen können. Der Rattenfänger von Hameln hier, ne? So, wir brauchen noch zwei Stück. Komm, stell auf für den Spaß. So, eine haben wir noch. Und dann sind wir gleich fertig. Sehr schön. So, das Problem haben wir auch gelöst. Ja, gerne, gerne. So, noch weitere Sicherungskasten. Ich schicke Profi. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Vielen lieben Dank. Jo, das passt. Bedeutet, wir müssen mal schauen hier. Cashflow, ja, den müssen wir halt nach oben ballern. Der hat hier keinen Strom. Ich glaube, das ist der Babysitter-Auftrag. Sieht zumindest so aus. Wir gucken mal, ob wir hier noch weitere... Ne, das war dieses Millionending. 206.000. Die Frage ist natürlich... Ja, wir brauchen auch immer Geld, um das Ganze noch auszustatten. Das ist ja das Blöde. Das Haus war... Oh, 135.000. Das können wir vielleicht machen. Dass wir uns das hier noch kaufen. Und das dann irgendwie sehr hochwertig ausstatten, ne? Jo. Wieso überweisen uns eigentlich immer eine SMS, wenn die das Geld überwiesen haben? Verstehe ich nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt noch einen Kredit aufnehmen. Und zwar die 100.000. Jo. Hüpp. So, vielen lieben Dank. Ihre Bank, ne? Wir haben den Kredit bewilligt. Wir können jetzt diese neue Wohnung beispielsweise kaufen. Zack, das haben wir jetzt gerade eben gemacht. So, jetzt schauen wir mal hier. Das ist eine Wohnung, die ist natürlich schon komplett ausgestattet. Die Frage ist, wollen wir die jetzt erstmal so vermieten oder... Ach, die haben wir ja sogar eingerichtet, oder? So ähnlich. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Zimmer. Bad. Das Bad ist jetzt nicht so hochwertig, würde ich sagen. Aber es ist eine Waschmaschine drin. Und, ja, das passt. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich würde jetzt erstmal gucken, Tag der offenen Tür. Spricht nicht den Anforderungen. Was fehlt denn da jetzt? Okay. Ach, die Toilette ist zugestellt. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wie kann das denn sein? Die Waschmaschine ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber das Problem wird sein, dass wir hier jetzt auch keine Tür haben, ne? Ach, Mist. Die Waschmaschine könnten wir aber eigentlich woanders hinstellen. Die könnten wir vielleicht hier so hinstellen. Und die Toilette, die stellen wir mal hier so hin. So, warte mal. Das war Z oder C, ne? Um das Ganze hier zu drehen. Das müsste jetzt passen, ne? Okay, gut, das passt. Was haben wir hier mit? Bewegen. Ah, das ist wegen der Toilette. Warte mal. Das müssen wir alles anders stellen. Das kommt hier hin.
Das kommt dahin, das passt. Und die Dusche packen wir einfach ein Stück weiter rüber. Oder wir packen eine hochwertigere Dusche rein. Was kostet denn jetzt hier so eine Dusche? So eine hochwertige. Guck mal, 629, dann machen wir die weg. Machen das ein bisschen hochwertiger. Setzen da auch noch eine Tür rein, ne? Also hier kommt auf jeden Fall noch eine Tür rein. So, Wände, Türen. Ich würde sagen, wir setzen mal hier eine Tür rein. Ja, damit auch alle Beteiligten dann wieder hier soweit. Wieso? Ja, wieso nimmt der das jetzt? Ach, wahrscheinlich wegen dem hier, ne? Das ist echt aber. Ah, jetzt. Jetzt passt das soweit. Dann haben wir hier schon mal fertig. Wir haben einen Kühlschrank. Wir haben einen Herd. Wir haben hier irgendwie so ein komisches Ding, was irgendwie kein Mensch braucht. Wir haben einen riesen Fernseher. Wir haben ein Bett, ein vernünftiges, würde ich jetzt behaupten. Das Ding kommt einfach mal weg. Das braucht halt kein Mensch. Eine kleine Küche. Ja, die ist okay. Ist das jetzt schon ein großer Elektroherd? Ich guck mal gerade. Nee, das ist noch kein. Das ist der, ne? Koal-Induktionsherd, ne? Das müsste der sein. Der ist auf jeden Fall schon mal auf dem neuesten Stand. Wir haben eine Waschmaschine hier. Das sorgt auf jeden Fall auch wieder für Geld. Wir haben ein bisschen Dekoartikel. Vielleicht können wir hier noch eine. Ah, ne, eine Konsole haben wir schon, ne? Das ist auch gut. Hier haben wir noch einen Stuhl. Das passt. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Wohnung. Und ja, werden die, wenn jetzt hier einen Tag der offenen Tür veranstalten, ne, mit dieser neuen, schicken Wohnung und werden mal gucken, was wir denn dafür verlangen können, ne? Ach, guck mal, wir haben jetzt die Hintergrundprüfung, haben wir aus. Das ist ein Athlet, 19 Jahre alt. Den checken wir mal eben kurz. Keine Vorstrafen, sehr gut. Gut, okay. Ich würde sagen, den nehmen wir, Leute. Machen wir gar nicht lange rum hier. Wenn wir einen neuen Mieter finden, verhandeln. 3150, das ist natürlich. Wir nehmen erstmal hier ein Angebot und machen erstmal die 7000. Er sagt 4000. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt seinen Preis annehmen, haben wir immer noch einen Gewinn von 3300. Das heißt, der Cashflow wird schon mal ordentlich gesteigert. Wir gehen nochmal ein bisschen näher. Und ich würde sagen, wir treffen uns hier irgendwie. Sehr schön. 4.400, dann haben wir noch einen 3.700er Gewinn. Sehr schön, der Cashflow geht dann auch nach oben. So. Jetzt haben wir natürlich, auch weitere Kosten. Die müssen wir uns gleich mal anschauen. Hört zu, ich habe ein Problem mit undichten Rohr. Das haben wir schon mal erledigt. Eigentlich. Haben wir es nicht erledigt? Das undichte Rohr? Doch. Das ist erledigt. Ah ja, jetzt kommt die Kundenbewertung hier. Wir müssen jetzt hier mal die Bilanz anschauen. Wir haben ja jetzt noch eine weitere Wohnung dazu bekommen. Da wird automatisch alles bezahlt. 3400. Hier muss natürlich erstmal die Miete eingehen, damit die Bilanz natürlich wieder schön ist. Ah, der Salazar wieder, ne? Der soll einfach seine verdammte Rechnung bezahlen. So, den Auftrag haben wir auch abgeschlossen. Auch sehr gut. Das passt soweit. Sorry, ich habe kein Geld. Alter. Diese Vermieter hier, ne? Wo ist er? Boring Lane. Verwalten. Das kostet 800 Euro. Weg mit ihm. So. Wir gehen mal jetzt zu Boring Lane. Ja, komm. Mach dich weg hier. Jetzt haben wir natürlich hier auch wieder einen negativen Cashflow, ne? Wir müssen mal schauen, dass wir das ein bisschen hochwertiger einrichten. Das, machen wir aber nicht heute, sondern in der nächsten Folge, würde ich jetzt sagen. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, ne, ihr habt ja schon viele geschrieben, ne, worauf wir achten müssen. Der Cashflow ist natürlich jetzt wieder richtig im Eimer, weil wir einmal den Vermieter hier verloren haben. Natürlich auch um die laufenden Kosten, die wir in der anderen Wohnung hatten. Wir haben natürlich noch den Kredit, den werden wir nach und nach abbezahlen. Und in der nächsten Folge werde ich mich dann ja nach euch richten, was wir hier einrichten sollen. Alles rausschmeißen, alles neu kaufen. Richtig schön lukrativ alles einrichten. Das hat er dir zumindest gesagt. Wenn ihr auch der Meinung seid, ne, und euch die Folge gefallen hat, ne, schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne ein Daumen hier nach oben da und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.